Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über den Brief des Paulus an die Epheser, Lektion 9. Weise leben, im Gegensatz zu unweise leben. Unser Merktext für diese Woche aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus. Denn die Tage, die sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sonntag. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Kapitel 5, der erste Vers. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Mich hat das als Kind beeindruckt, als ich da einen Film gesehen habe über diesen Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der festgestellt hat, warum funktioniert das bei den Tierkindern, bei den Tierbabys so gut, dass die so schnell lernen, wie man sich in diesem Leben zurechtfindet. Ja, wie geht das vor sich? Nun, sie schauen, was Papa, Mama machen. Und das tun sie auch. Jetzt hat er folgenden Versuch gemacht und in Wien, Vorort, Wilhelminenberg im Westen Wienerwald von Wien. Da ist heute noch ein Institut nach ihm benannt, der dort seine Versuche gemacht hat. Und dann sieht er so eine Ente oder eine Gans, die geht ja ins Wasser. Weil auch Mama oder Papa ganz ins Wasser geht. Und der hat das mit diesen Graugänsen gemacht. Und ja, und jetzt war er so interessiert daran zu erfahren, was würde denn passieren, wenn das erste Wesen, so eine kleine Graugans, wenn sie aus dem Ei schlüpft, wenn das erste Wesen, was sie sieht, ein Mensch ist. Macht sie dann auch das nach, was ein Mensch macht? Und folgt sie diesem Mensch? Und dafür ging er sogar ins Wasser schwimmen. Es ist gut, wenn man das im Sommer macht. Im Winter muss das Eis aufhacken. Und das war tatsächlich so. Dieses junge Wesen, diese junge Graugans, Gänschen vielmehr müsste man sagen, die da daherwatschelt, ist ihm auf Schritt und Tritt gefolgt wie ein Hündchen. Und wenn er schwimmt, ja, schwimmt sie ihm hinten nach. Es war faszinierend. Das war also für ihn so eine Erkenntnis. Und das ging um die Welt. Es wurde weltberühmt damit. Weil der Gedanke da war, da ist etwas hineingelegt. Die Tiere folgen dem Wesen, das sie als erstes sehen, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, diese Graugänse. Und normalerweise ist das eben die Mama oder der Papa oder beide zusammen. Und wie genial das Gott gemacht hat, wie er die programmiert hat, das ist ein Programm. Das ist auf einer Festplatte mit dem Bild zu vergleichen, draufgeschrieben, das ist fixiert und das läuft so ab. Das ist sagenhaft. Nur noch viel genialer als wie unsere Programme, die wir schreiben. Weil wenn da nur irgendetwas ein bisschen anders ist, dann funktioniert das schon nicht. Und hier war es anders, weil plötzlich nicht eine Gans davor war, sondern ein Mensch. Herrlich, wie Gott alles geschaffen hat. Und jetzt steht da, werdet nun Gottes Nachahmer. Ja, aber auf wen solltest du dann schon am frühen Morgen als erstes schauen? Was er dir mitteilen möchte. Wie sollst du sonst Nachahmer sein? Und der Paulus ist weit weg. Nicht, wenn er im Gefängnis sitzt, entweder in Jerusalem oder später in Rom. Wie erreicht er sie? Er schreibt. Gibt es einen Boten, den Brief, und die bewegen sich nach Korinth,
nach Thessaloniki, nach Philippi, nach Ephesus und wie die Gemeinden alle heißen. Und er erreicht sie. Werdet Gottes Nachahmer. Das ist der Punkt. Um das geht's. Montag. Als Kinder des Lichts leben. Epheserbrief Kapitel 5, ich lese in Vers 2, wandelt in der Liebe. Also wie man so kurz, mit so wenigen Worten, so viel sagen kann, das ist wirklich sagenhaft. Wandelt in der Liebe. Bewegt euch da drin. Badet euch in der Liebe Christi. Weil nur dann kannst du Liebe geben, sonst geht's nicht. Gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Nachahmer. Dienen. Ja, aber normalerweise alle für mich. Dienen für andere. Wie eine Mama, eine frische Mama, die gerade ein Baby geboren hat. Alles für dieses kleine Wesen tut. Nimmt unangenehme Gerüche in Kauf, wenn die Windel voll ist, nimmt sich Zeit, sogar nachts, auch wenn sie noch so müde ist, na ja, das Kleine schreit, hat Hunger, na gut, dann reicht sie ihre Brust und lässt es trinken, obwohl sie hundemüde ist. Dienen und dann zu sehen, dieses Wesen wächst, langsam, aber sicher, gedeiht, richtet sich irgendwann selber auf. Zuerst einmal krabbeln, dann irgendwo stehen mit einer Stütze oder mit der Mauer. Und irgendwann, wie eine Ente, watschelt sie am Anfang herum. Und du siehst, meine Nahrung hat es wachsen lassen. Es ist herrlich zu sehen. Mein Dienst, mein Einsatz, was mich schlaflose Nächte gekostet hat, wo ich mit den Nerven fix und fertig war, wo ich meine eigenen Bedürfnisse völlig zurückgestellt habe, das tut mir gut. Für meine Reife im Charakter. Es tut mir gut. Und wenn man dann da so weiterliest, zum Beispiel in Vers 6, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Es gibt also Worte, wenn du dich darauf einlässt, stellst du hinterher fest, das ist ja Haschen nach Wind. Das ist ja nichts dahinter. Das ist überhaupt keine Basis. Das war nur heiße Luft. Diese Sache ist also eine, wo er sagt in Vers 7, werdet nicht ihre Mitteilhaber, sondern, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Jetzt bist du ein Leuchtturm. Aber Licht kannst du nur spenden, wenn du vorher selber Licht empfangen hast, sonst bist du finster. Wem willst du leuchten? Wie oft habe ich mich schon über eine Taschenlampe geärgert? Da brauchst du sie nie, monatelang nicht, dann brauchst du sie, schaltest sie ein kurzes Aufflackern und dann ist finster. Ah, hätten wir vorher, bevor wir uns auf den Weg mit ihr begeben haben, eine neue Batterie einlegen sollen. Oder neue Batterien, eine ganze Kolonne von Batterien. Aber diese Erkenntnis kommt dann zu spät und dann bist du vielleicht irgendwo. Jetzt gerade in eine Höhle hinein, finster. Ah, wieder vergessen zu wechseln. Wahrscheinlich ein Jahr zu Hause herumgelegen und jetzt. Gerade jetzt, wo es wichtig wäre. Es braucht Vorbereitung. Wenn die Engel kommen, um die Erwählten mitzunehmen,
dann ist es zu spät, die Batterien zu wechseln. Das muss man vorher machen. Sonst wird das nichts. Das funktioniert nicht. Vorher braucht es das. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Güte kommt von gut. Gerecht, weil jemand auf das Recht, auf das Rechte geschaut hat. Wieso Wahrheit? Ja, weil das die Wahrheit ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Tja, auf diese Dinge kommt es an. Prüft also, sagt er in Vers 10 in Kapitel 5, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft. Dienstag. Wach auf, du Schläfer. Wir sind im Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 11. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das ist auch ein Begriff, der es in sich hat. Ein Werk, das unfruchtbar ist. Da wird also was getan, da gibt es ein Werk, aber es zeitigt keine Früchte. Ich stelle immer wieder fest, im Sommer, ich habe so ein paar Obstbäume im Garten stehen, zum Beispiel Apfelbäume, und dann so ab Anfang Juli, manchmal auch noch früher, schon Ende Juni, beginnen die ersten Äpfel vom Baum zu fallen. Ganz winzige, völlig unreife, die der Baum von sich stößt. Die sind aus irgendeinem Grund fehlerhaft. Alle möglichen Insekten und der Baum trennt sich von ihnen, wirft sie ab, wird nur unnötig Energie brauchen. Er reinigt sich von diesen. Und jedes Mal, bevor ich wieder den Rasen mähe, muss ich die vorher einsammeln, weil wenn ich da einfach drüber mähe, dann zerschneidet es mir diese Früchte, die werden langsam immer größer, größer. Ja, und wenn die so halb zerschnitten dort liegen, dann kommen die Wespen. Aber wie viele? Dann kannst du wieder da nicht mehr herumgehen, dann wird das alles so eine Masse. Ja, besser ich sammle das vorher ein, dann passt's. Und entsorge es auf einem Platz, auf einem Bereich. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie viel mehr auf. Denn was heimlich von ihnen gesagt wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Also lieber Paulus, da hat sich jetzt was geändert. Von heimlich ist jetzt keine Rede mehr. Wir sind jetzt in einer Phase, und das zeigt an, wo wir stehen in der Geschichte, nämlich in der finalen Phase. Es wird das Schändlichste, was früher nur ganz heimlich, im Dunkel der Nacht, dort und da heimlich praktiziert wurde, im grellen Licht der Kamera präsentiert und wird noch großartig, wie auf dem goldenen Tablett serviert. Das Mieseste vom Miesesten, das Sündigste vom Sündigsten. Und es wird gerade noch so getan, wie wenn das erstrebenswert wäre. Das Ekelerregende, das Abscheuliche, das, was das Gegenteil von dem ist, was Gott sagt, wird auf den Leuchter gehoben, als ob es der Leuchtturm wäre. Sagenhaft. Also das allein sagt alles, wie weit wir vorangeschritten sind. Wie es war in den Tagen vor der Flut. Ja, und wie ging das Ganze aus? Hinweggespült, hinweggeschwemmt. Aber es gab auch einen, der gewarnt hat. Es gab auch einen, der gesagt hat, es gibt eine Tür zur Rettung. Da steht die Arche, an der ich gerade baue. Und so ist es Jesus, der uns heute rettet, der seine Gemeinde baut. Er rettet uns. So wie damals die Menschen in der Arche, Noah und seine Familie
gerettet worden. Das alles in Vers 13 aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst. Das ist unsere Überschrift für Dienstag. Wach auf, du Schläfer. Steh auf aus den Toten. Bitte was? Wie soll das gehen? Ja, weil die Bibel dich, wenn du von Gott abgewandt lebst, schon lebendig tot sieht. Du bist scheinbar lebendig, aber in Wirklichkeit bist du schon tot. Nur wenn du umkehrst zu Jesus, dann wirst du lebendig. Erst dann. Steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleichtern. Wach auf, du Schläfer. Wenn ich schlafe, dann bin ich natürlich vielen Gefahren ausgesetzt. Zum Beispiel, wenn ich das in freier Wildbahn irgendwo mache, wo es auch allerhand Getier gibt, das sich nicht so freundlich gegenüber Menschen verhält, und ich bin schlafend, während die Giftschlange da daherkriecht oder ein anderes Raubtier sich nähert, dann wäre es schon günstiger, ich wäre hellwach, um darauf reagieren zu können, mich rechtzeitig zu entfernen oder hoch hinauf zu klettern. Hoffentlich war es nicht gerade ein Leopard, weil der kommt nach. Wach auf, du Schläfer, du bist in Gefahr. Wach auf. Mittwoch. Schnäppchen machen. Was ist das? Wir sind im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Das ist unser Merktext für diese Woche. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kennt ihr Schnäppchen, Jäger? Ruft irgendwer an, du komm schnell, bei dem und dem Geschäft. Da gibt es in dieser Woche 50% Nachlass auf alles, komplett. Aber du musst schnell sein, nur diese Woche. Dann ist wieder vorbei, dann ist wieder ein Normalpreis. Kauft die Zeit aus, nützt die Zeit. Carpe diem, lateinisch, nütze den Tag. Eine berühmte Formulierung, ein berühmter Spruch. Kauf die Zeit aus. Du weißt ja nie, ob du morgen noch am Leben bist. Also das ist so entscheidend. Nicht wir denken oft, ja und dann werde ich, ja und dann und Monate voraus und ja, kann man ja alles eintragen. Und wenn Gott will, wird es auch so geschehen. Das ist gut zu planen. Aber das heißt nicht, dass es auch so kommen wird. Denn vielleicht gibt es dich gar nicht mehr. Und in deinem Plan steht am so und so vielten, um die Uhrzeit werde ich, ja, wenn du im Sarg liegst, wirst du nicht mehr. Das heißt, wir können schon planen. Und es ist auch gut, vorausschauend unterwegs zu sein. Aber denk nie, dass es auch haargenau so kommen wird. Es kann ganz anders kommen. Diese Nacht schon kann es vorbei sein. Nicht als diese Nacht kam, dieses eine Datum hätte ich nie gedacht, dass am nächsten Morgen meine Frau nicht mehr lebt. Niemals. Nicht einmal, als sie ohne Bewusstsein dort gelegen ist und der Notarzt und die Helfer sich um sie gekümmert haben. Da dachte ich nicht im geringsten daran, dass die nicht mehr aufwachen wird. Erst als die nach einer Stunde aufgegeben haben. Dann habe ich es als Begriff. Also das ist jetzt endgültig. Zumindest in diesem Leben. Denn wenn der Heiland kommt mit seinen Engeln, dann wird er sie auferwecken. Und dann werden wir uns wieder in die Arme schließen. Wie gut, wenn es so etwas gibt. Nämlich, dass es einen gibt, der als einziger das vermag, aus den Toten aufzuwecken. Nur er kann es. Niemand sonst. Nur er. Er ist der Einzige.
Darum steht da, kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Sei ein Schnäppchenjäger, wenn die Gelegenheit günstig ist. Wenn du noch am Leben bist, das ist nämlich die günstige Gelegenheit, dann fang den Tag so an. Blick als erstes dem in die Augen, das heißt in sein Gehirn, in sein Denken. Denn wenn du die Bibel liest, dann denkst du mit dem Geist. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Dann hast du nämlich einen Stand, einen festen Stand. Tja, und dieses Schnäppchen machen, das ist ja meistens nur für eine begrenzte Zeit. Solange du am Leben bist. Drum heute, wenn ihr seine Stimme hört, Hebräerbrief Kapitel 3 des Paulus, verstocket eure Herzen nicht, sondern öffne dich für das, damit du wachsen kannst in dieser Kraft des Geistes. Donnerstag. Geisterfüllte Anbetung. Was sind Formulierungen? Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein. Manche sagen, der Paulus hat gesagt, wir sollen Wein trinken. Das wäre gut für uns. Schreibt er doch an seinen Mitarbeiter Timotheus, trinke auch Wein und nicht nur Wasser. Ja, dazu muss man aber wissen, dass dieses Wort, das da im Griechischen steht, einas, das wie das bedeuten kann. Den frischen Saft, den gerade ausgepressten, wie den, der stehen geblieben ist und mittlerweile sauer geworden ist. Vorerst dann was Süßes, jetzt ist es sauer geworden. Und wenn du noch länger stehen lässt, weil früher konnte man Alkohol nicht konservieren, dann wird es Essig. Dann ist er endgültig sauer. Das ist dann das Endstadium. Der Wein, der Alkohol, ist noch das Zwischenstadium. Und wir sprechen ja auch von der Weintraube, ohne dass wir jetzt meinen, dass das Alkohol ist, was da drinnen ist. Das ist ja Traubensaft. Wir sagen aber Weintraube, nicht Safttraube. Aber hier wird es klar, berauscht euch nicht mit Alkohol, nicht mit Wein. Was Ausschweifung ist, denn was kommt danach? Wenn du nicht mehr klar denken kannst, dann tust du Dinge, die du normalerweise niemals machen würdest. Dann bist du willig, Dinge zu tun, einzuwilligen, dass an dir etwas geschieht. Warum wollen so viele junge Burschen, dass ihr weibliches Gegenüber, das sie gerade kennengelernt haben, dem Alkohol zuspricht? Warum ist er sogar bereit, das für dich zu bezahlen? Ja, weil er etwas vorhat mit dir. Und da könnte dein Wille entgegenstehen. Aber wenn du berauscht bist, ja, dann ist es einfach für ihn. Dann bist du ihm zu Willen. Ja, und das geht in vielen anderen Bereichen. Geschäftsbereich, bist du angetrunken, dann unterschreibst du. Berauschung mit Wein ist Ausschweifung. Aber du kannst dich schon volllaufen lassen. Werdet voll Geistes. Das ist es. Darauf kommt es an. Werdet voll Geistes. Das ist der entscheidende Bereich. Hier ist was. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Als ich in die dritte Klasse Grundschule ging, also so mit acht, neun Jahren, da hatte ich eine Lehrerin, die war streng. Und das war auch gut so, denn im nächsten Jahr hatte ich einen, der hat sich mehr dafür interessiert, Bürgermeister zu werden. Der hat das mehr locker durchgeführt. Netter Mann, aber gelernt haben wir nichts. Aber die eine, da hieß es dran zu bleiben. Die hat das so ausgeglichen. Gut, dass ich die vorher hatte, konnte ich oft zehren von dem, was da war, für die vierte Stufe. Und diese Dame hat für diese Lehrkraft für jedes Fach
wo wir also ein Heft führen mussten, uns auf die erste Seite einen Spruch schreiben lassen. Und immer wenn du das Heft aufgeschlagen hast, war diese erste Seite, da war sonst nichts, nur in der Mitte dieser Spruch, für jedes Fach ein anderer. Und da habe ich dann gemerkt, sowas merkt man sich. Zum Beispiel in Musik stand da auf der ersten Seite, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Und damit meinte man natürlich Lieder und nicht ein Gegröle, wenn jemand besoffen ist. Und dieses Frohmachende des Liedsingens, was das ausmacht. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mein Onkel, meine Tante, wenn dann so Muse einmal war, war eh höchst selten, dann haben sie sich am Abend schön angezogen zum Feiertag in ihrer Tracht. Und er hat auf der Gitarre gespielt und gesungen. Und seine Frau hat gesungen. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, wenn die singen. Dabei waren das ganz einfache Volkslieder aus den Alpen. Aber einfach diese Fröhlichkeit. Und wenn sich das jetzt noch steigert und es sind noch Lieder mit einem entsprechenden Text, mit einem geistlichen Inhalt. Und mein Onkel hat nicht nur zu solchen Anlässen gesungen. Immer wenn der in den Stall ging, die Kühe melken, hat er gesungen. Und man hört den im ganzen Dorf. Ah, er ist wieder im Stall. Und was war das Ergebnis? Seine Kühe haben am meisten Milch gegeben von allen Bauern im Ort und die konnten sich's nicht erklären. Ich mir schon. Die wurden mit Liebe gemolken, mit Freude gemolken. Er hat gesungen und sie gemolken. Und den Kühen vorgesungen. Und die sind da gestanden, da haben den letzten Tropfen Milch hergegeben. Gehst du rau an eine Kuh heran und jetzt bin ich da und du hast zu folgen und zu gehorchen, dann wird sie dir zeigen, dass sie störrisch sein kann. Die kann zurückhalten. Die kann das. Und sie kann es fließen lassen, wenn es ihr gut geht. Und wenn sie gestreichelt wird und gestriegelt wird. Das hat mir mein Onkel beigebracht. Ich sage, so, jetzt gehen wir dann melken. Du machst die Vorbereitung. Du striegelst sie. Redest ihnen gut zu und fütterst sie. Ja, und dann wird jede bei Namen genannt. Das hat was ausgemacht. Die Pflege. Und so ist es auch mit unseren Mitmenschen. Die brauchen auch ihre Pflege, ihre Streicheleinheiten, ihr Striegeln. Wir brauchen das alle. Es tut unserer Seele gut. Wir brauchen nicht heucheln und nicht lügen, wenn wir streicheln. Es gibt genug Dinge. Am Positiven, wenn man bis sie die Augen aufmacht. Danke, wie du das wieder gemacht hast. Danke. Und nicht, das ist ja dein Job und deine Aufgabe. Ich erwarte, dass das immer pünktlich so durchgeführt wird. Damit erlischt die Freude und das in Anführungsstrichen Milch geben. Dann lässt es nach. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Freitag, Zusammenfassung. Vers 20 von Epheser 5. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Zeit für alles Dank sagen? Ja, da gibt es schon Dinge. Nicht? Das ist wieder prima gelaufen. Danke, Herr, wenn man es überhaupt über die Lippen bringt. Aber es wäre gut. Denn Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Warum ist Dank so entscheidend für die Gesundung unserer Seele? Dankbarkeit
gegenüber dem, von dem wir alles empfangen haben, wirkt sich positiv auf unsere seelische Entfaltung aus. Wer dankbar ist, der genießt etwas. Es ist ein Unterschied, ob du beim Mittagstisch sitzt, dankbar, dass du da etwas von jemandem gekocht bekommen hast. Ich denke jetzt oft an die Zeit zurück, wo meine Frau mir etwas gekocht hat. Jetzt, wo sie nicht mehr ist und ich das selber tun muss. Ich hätte noch dankbarer sein sollen. Jetzt kann ich sie nicht mehr sagen. Wer weiß, wie lange du den Menschen noch an deiner Seite hast, der jetzt zum Beispiel für dich kocht oder was anderes für dich durchführt, was Liebenswertes. Dankst du? Sagst du es der Person? Tust du es kund, deine Wertschätzung? Es tut beiden gut. Der Person, die es hört, und dir tut es gut, weil du damit etwas Gutes tust. Und wann immer wir etwas Gutes tun, tut es uns gut. Es kommt wie ein Bumerang wieder zurück. Das ist übrigens immer eine Bumerang-Geschichte. Egal, was du machst und tust, es kommt alles wieder zurück. Im Positiven wie im Negativen. Und manchmal dauert es Jahre. Jetzt habe ich mich da so eingesetzt, gar nichts ist gekommen. Oh ja, es kommt ganz sicher. Du siehst es nur noch nicht. Aber es kommt. Und dann denkst du, jetzt habe ich den betrogen und übers Ohr gehauen und der hat es gar nicht gemerkt. Ja. Es kommt zurück. Es kommt der Tag. Und dann hat man die Suppe zum Auslöffeln. Darum ist es so günstig, auf das zu hören, was uns Gott empfiehlt. Das belebt uns, das bewegt uns, das gibt der Seele Kraft. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank. Also nicht, dass man sagt, das mache ich nur an dem Tag. Täglich, allezeit. Und für alle. Und da schlucke ich schon. Denn es gibt schon Ereignisse, da soll ich Danke sagen. Danke? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, Herr, dass du das so meinst. Für alles? Doch, für alles. Denn wir sehen ja nur den Augenblick. Wir merken ja nicht, noch nicht, was da in einiger Zeit anschließend sein wird. Wir sehen nur jetzt. Und einige Zeit später, ja, dann merken wir es erst. Ach so. Und dann ist das eigentlich schon so ein Vorschuss, ein Vertrauensvorschuss Gott gegenüber, wo ich ihm nämlich schon Danke sage für etwas, wo ich eigentlich sagen muss, ja, ich bedanke mich, aber wofür es jetzt eigentlich genau in Zukunft sein wird, ich sehe momentan noch keinen positiven Sinn dahinter. Aber wenn du es zugelassen hast, du Herr, dann passt's. Das entspannt. Kannst du mit Entspannung an die Dinge herangehen. Vorher, boah, da bist du explodiert. Jetzt, ja, wenn er es zugelassen hat, Entspannung ist angesagt. Habe ich mal einen Vortrag gehört von einem Evangelisten. Er war knapp bei Kasse und fährt also bei einer Einbiegung in eine größere, wichtigere Straße hinein mit einer Beschleunigungsspur. Und vor ihm ist auch ein Auto. Und das beschleunigt, er beschleunigt. Und dann schaut er zurück, ob er schon rausfahren kann, ob da wer kommt. Blick in den Rückspiegel, in dem Moment kracht. Weil der auf der Beschleunigungsspur vor ihm hat mit anfänglicher Beschleunigung sich fürs Bremsen entschieden. Damit hast du als Nachkommende überhaupt nicht gerechnet auf der Beschleunigungsspur. Du hast gedacht, der wird jetzt schneller. Der hat gebremst. Aus welchem Grund auch immer. Aber er hat gebremst. Und der kurze Blick in den Rückspiegel, wieder der Blick nach vorne, brauchst nicht mehr bremsen. Bremst schon das Metall des anderen Autos, das Metall deines Autos. Und puh, das war noch keine große Geschwindigkeit, aber
Es gibt eine Knautschzone und dann ist das Ganze zerknüllt, auf der wie auf der Seite. Puh, das sind jetzt Zusatzkosten. Jetzt ist es in dem Monat ganz knapp ausgegangen. Und dann schildert der Evangelist das so in seinem Vortrag und dann sagt er, dann dachte ich mir, ist ja nicht mein Auto. Ja klar, was sein Auto. Ja, er denkt sich, ist es meins? Nein. Ich bin ja nur der Verwalter. Es gehört alles meinem Herrn. Er hat das jetzt zugelassen. Hätte auch Tü machen können oder sonst was, dass ich aufschrecke und bremse. Er hat es zugelassen. Es wird seinen Sinn haben. Ich weiß jetzt noch nicht. Aber es heißt ja, saget Gott Dank alle Zeit für alles. Ja, dann hat er das so gemacht. Das war so krampflösend. Du kannst toben, du kannst springen, du kannst hüpfen, kannst durch die Decke vom Auto hinausspringen. Es wird sich deswegen das Zerknüllte nicht wieder gerade biegen. Nimm dich nicht so wichtig, hat einmal jemand gesagt. Nimm dich nicht so wichtig. Ein weises Wort.